Naja, da bin ich gespannt, welche ob wir da gute Spieler heute dabei haben. Und Zeit passt. Schön langsam müssen wir. Und wir machen wirklich viel Kader. Ne? Ja. Aber nachdem es der fünfte Tag ist, werden wir schon irgendwelche dabei haben. Ne? Ja. Schick's rein. Bitte. Tschüss. Pepe, servus, grüß dich. Was ist mit dem? Ich bin begeistert von ihr. Ja, sicher. Ich weiß nicht, das hat mir jetzt nicht so gefallen. Was kann er? Knipser. Wirklich? Der Strafraumspieler. Scharfen Schuss. Wirklich? Nicht ein Neymann, oder? Sicher. Wo ist denn der her? Burgenländer. Dieses schicke Mann. Andi, es tut mir leid. Bei dem Tiroler Christelfresser würde ich sowas nicht spielen. Na ja, wo ist der Nächste, ne? Ja, das ist der Meierhofer. Das ist der mit Opferstrudel, oder? Ja. Der hat einen festen Schuss. Ich glaub's da schon. Na, bring ihm eine. Herr Meierhofer. Grüß euch, ich bin's da. Meierhofer. Servus. Na ja, eher ordentlicher Prolet, oder? Von wo ist er denn? Niederösterreich. Ist dabei. Herr Meierhofer, Sie und Sie sind dabei. Jawohl. Grüß euch, Burschen. Servus. Servus. So, wer ist nächster? Der nächste wäre der Martin Stranzl. Ja, gut, ich meine. Herr Stranzl, bitte. Guten Tag. Grüß dich. Servus. Servus. Was kann er? Ja, der ist unglaublich stark in der Defensive. Hundertprozentiger Einsatz. Ein guter Verteidiger. Ausgezeichneter Verteidiger. Von wo ist er? Südburgenland. Da ist es. Tut mir leid, Herr Stranzl. Mensch! Aussehen! Immer wieder schauen. Der nächste wäre der Herr Scharner. Scharner, ja. Herr Scharner, bitte. Grüß euch. Servus. Was wissen wir? Der Metall ist unglaublich stark. Ein todsicherer Elferschütze. Wo ist er? Niederösterreich. Ist dabei. Sie haben gehört. Danke. Und wer ist der nächste? Das ist der Alaba. Das ist auch Österreicher? Ja, eine Zukunftshoffnung. Ein Jahrhunderter. Schicke Männer. Der nächste. Grüß euch. Aber wo ist er? Ehrgeizler, oder? Ja, unbedingt. Ja. Von Wiener. Wo ist er? Von wo ist er? Wien. Die Mama ist aus Wien. Ah, Wiener? Ja. Schwarzer Wiener? Ja. Sag ich mal, ist dabei. Der Alaba, Sie sind dabei. Super, danke. Freu mich. Servus. Das ist der Bub vom Hans Dichern. Grüß Gott, die Herren. Grüß Gott. Ja, das war gleich an der Kerl. Aber dann ist ja das ein Burgenländer, oder? Ja. So nehmen Sie sich schnell. Tut mir leid, Christoph. Diesmal nicht. Super, hätten wir es geschafft, ne? War ja richtig. Waren ein paar Gute dabei, oder? Geht mal acht und trinken. Trink mal einen Schluck. Prost. Danke, gell? Prost, danke. Gern. Das ist ein gutes Treppel. Ausgezeichnet. Was ist denn? Wo ist denn der? Das ist ein Burgenländer. Burgenländer? Na ja, den können wir mitnehmen in unser Trainingslager. Ich wollte mir bloß den Abend vertreiben und schaute im Fernsehen das Fußballspiel an. Ein Haufen Athleten, die es übertreiben, um allen zu zeigen, wer besser spielen kann. War alles ganz logisch, es dauert nicht lange, im Nationaldress aufzuspielen. Die Realität war wie ein Schlag auf die Wange. Ich konnte nicht geben, was der Didi so will. Tausendmal gespielt, in dir schon war ich viel zu mild. Tausende Tore gemacht. Ich sage dir eins, mir ging es ähnlich wie dir. Bei mir war der Didi immer stur wie ein Stier. Hab Spiele gespielt, da haben alle nur geschaut. Und doch hat er niemals auf mich gewirkt. Doch wenn ich sag erst, ich will in die Mannschaft, ist es als redest du gegen die Wand. Ich glaub, das
nichts und gar nichts mit mir als Person zu tun. Der Grund ist nur der, ich komm vom Burgenland. Vom Burgenland, tausendmal gespielt, für dich einfach viel zu wild. Außer der Tore macht, doch er hat nur gelacht. Was kann ich nur tun? Der eine Gedanke machte mich plötzlich hellwach. Hab keine Zeit, mich einfach auszuruhen. Die Lösung war.